Lisa Meyer, mein Name. Spreche ich Herrn Hans-Joachim Vorderziege? Der ist am Telefon. Guten Tag. Guten Tag, Herr Vorderziege. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe an wegen dem Edeka-Geschenkkarte. Sie haben sich registriert bei uns von Edeka? Ja, das Gewinnspiel, richtig? Genau. Oh, Herr Vorderziege, sagen Sie bloß, habe ich was gewonnen? Ja, natürlich. Es geht um einen Gewinnfall. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank. Herr Vorderziege, gerne. Sie sind 1.4.49 geboren? Ja, das ist mein Geburtstag. Super. Sie sind jetzt durch diese Registration bei unserer Finanzierung, Herr Vorderziege, einer der 20 garantierten Gewinner. Das heißt, es werden nur 20 Preise verlost. Sie haben also einen Gewinn schon garantiert, ja? Oh, das ist ja... Wie viele Leute haben denn da mitgemacht? Das waren jetzt 80.000 Personen von verschiedenen Gewinnspielen. Jetzt sind die letzten 20 übrig. Und ich bin dabei. Ja. Das ist ja großartig. Genau. Sie sind bei der Finalrunde, bei der Endverlosung. Und die 20 werden jetzt verständigt und angeschrieben, ja? Oh, das ist ja so großartig. Ich habe noch nie was gewonnen in meinem Leben. Wirklich? Nein. Das ist jetzt toll. Krass. Kurz vor Weihnachtszeit. Ja, das kann man. Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Das kann man gut gebrauchen, ne? Das Jahr ist ja sowas von verrückt und durcheinander gewesen. Ich habe ja sonst immer Zeitung ausgetragen, ne, weil die Rente, die reicht ja kaum zum Leben aus. Aber das Zeitung austragen, das ist jetzt halt auch zu gefährlich, ne? Wenn die ganzen, die ganzen Zombies da rumlaufen, man will ja nicht krank werden. Herr Vorderziege, Sie bekommen jetzt in 10 bis 12 Tagen Post an die Adresse in Baden-Baden, an der Bildeiche 81 habe ich hier, ja? Ja, das ist korrekt. Da wohne ich im Prinzip schon mein ganzes Leben. Sehr gut. An dieser Adresse erhalten Sie jetzt ein Begrüßungsschreiben mit einem Internetlink und dem Passwort, sowohl auch meine Kontaktdaten, ja? Ja. Mit dem können Sie dann einsteigen, alles über die Website mitverfolgen. Sie bekommen auch einen 200 € Energiegutschein jetzt vorab mit der Post. Das ist bitte nur für die Finalisten vom Veranstalter aufgrund der Covid-Krise eine Entlastung. Ja, den lösen Sie beim Energielieferanten ein. Was bekomme ich bitte? Strom und Gas. Was ein ist Energiegutschein. Das? Was ist das? Ein 200 € werten Energiegutschein. Den können Sie dann einlösen bei den angeführten Energielieferanten im Schreiben. Ach, für Strom? Strom. Genau, für Strom und Gas, dass Sie dann für 200 € Strom und Gas bekommen, ja? Das ist ja, da ist schon nochmal was gewonnen, das ist ja groß. Genau, das ist als Geschenk jetzt für Sie dabei, ja? Das kommt jetzt vorab per Post. Ich nehme ja gerade mal kurz, ich muss mir das aufschreiben, das ist ja so tolle Neuigkeiten. Sie brauchen das nicht aufschreiben, Sie bekommen die Post von uns, Herr Vorderziege, das steht alles im Schreiben dabei, ja? Ja, aber ich vergesse immer alles, das ist das Problem. Nur, dass ich das, also jetzt kommt in 2 Wochen etwa, kommt ein Brief zu mir nach Hause, genau. Ja? Und da muss ich dann im Internet angucken, den Brief. Genau, da schön sehen Sie mit den Zugangsdaten Ihren registrierten Namen, die 19 anderen Finalisten und die Preise, die wir jetzt kurz durchgehen müssen, ja? Und dann muss ich das einscannen, ja? Sie steigen ein, genau, auf der Webseite und das können Sie dann alles nochmal sehen. Herr Vorderziege, Sie haben hier auf Platz 1 bei der Verlosung den VW Touareg oder Gegenwert von 80.000 in bar. Möchten Sie lieber das Auto oder das Bargeld, wenn Sie es schaffen auf Platz 1? Sie haben doch gesagt, ich habe schon gewonnen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, Sie haben schon gewonnen quasi. Ja. Es ist so, Herr Vorderziege, in 8 Wochen am Finaltag, die Auslosung ist ja erst in 2 Monaten. Und da werden 20 Preise verlost, ja? Ja. Das heißt, Ihr garantierter Mindestgewinn ist ein 200 € werte Gutschein. Ach, den kriegt also sozusagen, wenn man das jetzt mal für die Doofen zusammenfasst, den kriegt jeder, richtig? Den 200 € Energiegutschein, meinen Sie? Nee, das von Edeka. Das haben die alle gewonnen. Schauen Sie, nein, der Mindestgewinn, der Ihnen zusteht, Herr Vorderziege, das ist der 200 € Gutschein. Ach so. Wir wissen ja, dass es geht nur noch um die Platzierung der 20 Endkandidaten. Wenn Sie auf Platz 1 landen, haben Sie die Auswahl, entweder den VW Touareg oder den Gegenwert, die 80.000 €, ja? Das heißt, das ist, wenn Sie dann auf Platz 1 sind, ja? Das weiß ich ja noch nicht, ob Sie beim Mindestgewinn bleiben oder ob Sie mehr gewinnen. Oh, ja? Das wird ja immer spannender. Genau, einen Gewinn haben Sie auf jeden Fall, ja? Jetzt muss ich aber noch mal fragen, ich bin nicht so ganz so bewandert mit Autos.
Ich bin eigentlich mit Ausnahme von der Zeit bei der Wehrmacht damals immer nur Fahrrad gefahren. Was ist das denn für ein Auto? Ich kann mir da jetzt bei dem Namen nichts vorstellen. Das ist das neue Auto von Volkswagen, der Touareg. Das ist ein großes, ein Geländewagen ist das. Ein Geländewagen, wie damals bei Rommel. Ja, das ist ja, was ist das für eine Farbe? Das ist eine schwarze Ausführung hat das Auto. Da gibt's auch keine Auswahl, oder? Nee, also wenn Sie das Auto nicht möchten, Sie können auch den Gegenwert das Bargeld bekommen, ja? Also ich würde schon lieber den Kübelwagen nehmen. Wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn das sandfarben gewesen wäre, aber schwarz ist ja dann gut für Nachtoperationen hinter den Linien. Herr Vorderzüge, Sie können das ja so machen. Sie bekommen jetzt sowieso die Zugangsdaten und da können Sie sich auf der Webseite das Auto ansehen, ja? Ach da so. Haben Sie die ganze Ausstattung, alle Informationen über das Auto und Sie können die Entscheidung auch danach treffen, ja? Das ist super. Offen. Ich würde auf jeden Fall da doch schon das Auto nehmen wollen, weil so meine Farbe kann man ja ändern. Mein Schwager, sag ich mal, der hatte einen Betrieb für Kfz-Technik. Der arbeitet beim Automobilservice Europa. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist sehr gut. Da wäre das vielleicht eine Alternative. Da kann der das anmalen. Nee, lackieren heißt das, glaube ich, oder? Lackieren, genau. Da kann der das bestimmt für einen guten Preis für seinen Opa machen. Herr Vorderzüge, auf Platz 2 sind das 40.000 Euro. 40? Platz 3. Ja, Platz 2 haben Sie 40.000 Euro Gewinn, Bargeldgewinn. Platz 3 sind 15 und auf Platz 4 bekommen Sie 3.000 Euro. Das sind die ersten 4 Preise, ja, mit den Bargeldgewinnen. Sind das auch wieder für Edeka oder wirklich Bargeld? Nein, das sind Bargeld, das ist Bargeld. Also die physisch. Die ersten 4 Plätze sind Bargeld, genau. Real physisch, wie ich immer zu sagen pflege. Genau. Gut. Genau. Die restlichen Plätze, das sind dann 500 Euro Wertgutscheine von Rewe, Edeka, Saturn, Mediamarkt, H&M etc. Und die letzten 10 Plätze sind wieder mit 200 Euro Wert- oder Reisegutschein belegt. Ja, also ein Gutschein steht Ihnen definitiv zu. Ob es dabei bleibt oder ob Sie jetzt mehr erzielen, das sehen wir am Finaltag. Okay? Und wann wird das entschieden? Die Finallosung ist in 8 Wochen. Das ist heute in 2 Monaten. Das ist dann der 13.01., ja. Und das können Sie dann live im Internet auf der Webseite mitverfolgen, die Finanzierung. Oh, ist das spannend. Ist das dann so ein Livestream, wie man das von Twitch und YouTube kennt? Genau, das können Sie live dann miterleben. Da sehen Sie Ihren Namen, wenn der gezogen ist, auf welchem Platz Sie landen. Oh, toll. Und auf die anderen 19 Finalisten. Aber die Post bekommen Sie jetzt schon vorab, ja? Das kommt jetzt in 10 bis 12 Tagen. Oh, das ist ja, sagen wir so ein bisschen Geld wäre ja so nicht schlecht, nicht wahr? Das ist ja, Rente ist so wenig, dann kann man jetzt auch nicht mehr so Nebentätigkeit noch machen. Dann ist Anfang von Jahr meine Frau noch verstorben. Es ist alles so schwierig im Moment. Ach so, mein Beileid, ja. Dankeschön. Herr Vorderzüge, Sie bekommen jetzt, wie gesagt, das Schreiben von uns mit den ganzen Zugangsdaten, auch meine Kontaktdaten. Also wenn da Fragen auftreten, können Sie sich jederzeit melden. Ach Sie so. Wissen ja, solche Verlosungen, die sind durch Werbung finanziert. Das heißt, es gibt hier gewisse Kostenträger, so Sponsoren, die bezahlen, finanzieren die Preise. Die stellen das so quasi zur Verfügung. Ja, das Auto, die Bargeldgewinne, diese Gutscheine. Und dazu erhalten alle unsere 12 Finalisten, unsere 20 Finalisten, für 12 Monate eine Sponsorenzeitschrift. Das heißt, der Veranstalter möchte für die Finanzierung der Gewinne, was er zur Verfügung stellt, dass sie alle für 12 Monate eine Sponsorenzeitschrift beziehen. Und das ist hier bei Ihnen die Hör zu. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist Deutschlands älteste TV-Zeitschrift. Ja, ja. Und da gibt's jetzt die Hör zu, die ist jetzt bei Ihnen eingetragen, die würden Sie dann nur für 12 Monate beziehen und hätten dann nur zweimal einen Halbjahresbeitrag an die Hör zu. Im Gegenzug sind Ihre Gewinne bis 80.000 finanziert, ja, auch das Auto, da wird nichts mehr abgezogen, das alles macht die Hör zu. Wollen Sie, dass es dabei bleibt oder hätten Sie lieber in einem anderen Bereich einen Sponsor, Herr Vorderzüge? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, würden die mir dann das Auto geben. Schauen Sie, ob Sie das Auto erzielen am Finaltag, ob Sie das Auto gewinnen auf Platz 1, ja, oder die anderen Bargeldgewinne oder die Gutscheine, das wissen wir ja noch nicht. Es wird ja gezogen, Herr Vorderzüger. Ja? Ach so. Einen Gewinn haben Sie definitiv. Und egal, was Sie für einen Gewinn bekommen, das finanziert jetzt für Sie die Hör zu. Ah, ob es der Gutschein ist,
Sie haben ja schon quasi gewonnen. Darum müssen wir auch für Sie einen Sponsor jetzt entscheiden, ja? Weil das sind die 20 Endkandidaten, die bei der Finalrunde sind. Und da bekommen Sie dann die Hör zu. Wollen Sie die Hör zu? Ist das okay mit der Hör zu für Sie? Das ist eine TV-Zeitung. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich finde alles, was im Fernsehen läuft, ist ziemlich blöde. Da läuft bei mir eigentlich noch, das hat mir vor vielen Jahren mein Enkelsohn mal geschenkt, so einen, das gibt ja, früher gab's ja keine DVDs, da gab's Videokassetten. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Da habe ich eine Videokassette mit dem Kaminfeuer, weil ich ja keinen Kamin habe. Und das läuft dann abends immer, wenn ich, sag ich mal, Kreuzworträtsel mache, dann läuft nebenbei das Kaminfeuer. Also wäre schon schön, weil ich kann mit einer Fernsehzeitung nichts anfangen. Wie wäre dann, also wir hätten hier die Bereiche Automotor, Finanzen, Nachrichten, weiß nicht, ob Sie sowas interessiert. Haben Sie denn da bei Nachrichten was Politisches speziell? Also wir hätten hier den Fokus, Cicero, die Zeit, der Spiegel und die Tagespost. Was ist denn Cicero? Das kenne ich gar nicht. Ist das nicht der von der dunklen Bruderschaft? Hallo? Ja, Herr Vorderzieger. Ja, was ist das denn? Also das sind diese Nachrichtenzeitschriften. Fokus, Cicero, der Spiegel, die Tagespost und der Stern. Ja, und ich wollte gern wissen, was dieses Cicero ist. Das habe ich noch nie gehört. Die Cicero? Ja. Das ist diese politische Kultur, Innen-, Außenpolitik, Wirtschaft. Ja, wenn Sie möchten, ist das in der Richtung vielleicht für Sie ideal, ne? Also auch mit Nordkorea und sowas? Also sehr viel über den Inhalt habe ich hier leider nicht, weil wir halt kein Verlag sind. Ich weiß nur, dass das Innen- und Außenpolitik, die Wirtschaft und die Kultur beinhaltet, ja? Ja, und das ist dann einmal in der Woche oder wie die andere oder wie oft kommt sowas? Das ist einmal im Monat. Das sind 12 Ausgaben, die würden Sie einmal im Monat beziehen und das 13. Monat wäre dann auch schon gratis für Sie obendrauf, ja? Also 12-mal im Monat würde die kommen? Genau, 12-mal, genau. 12-mal im Jahr. Jedes Monat einmal. Monatlich eine Ausgabe. Einmal? Ich hab mich ja gerade schon gewundert. Ich sag, wie oft wollen die denn neue Sachen drucken? Das geht einmal ja im Monat nicht. Ist das. 12 Ausgaben, 12 Jahresausgaben. Ja, das ist gut. Und ist das also mal so ein dickeres Magazin oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie meinen Sie das mit dickeres Magazin? Nee, wie viele Seiten? Von Seiten an? Ja. Das muss ich mir nur ganz kurz mal ansehen, damit ich Ihnen auch keine falschen Informationen. Ja, vielleicht haben Sie das da vorliegen bei sich. Nein, ich habe hier leider. Das habe ich nur. Muss mir das nur im Ende. Schauen wir mal kurz. Vielleicht können Sie mal eben das Inhaltsverzeichnis vortragen, dass ich mir da so einen Überblick verschaffen kann. Weil im Prinzip verfolge ich jetzt ja gerade die Theorie, dass es sich bei Biden, bei Merkel und wie sie alle heißen, da soll sich's ja nach langläufiger Meinung um Echsenmenschen handeln. Da bin ich jetzt gerade in der Recherchetätigkeit. Mhm. Weil ich das finde das alles sehr widersprüchlich. Haben Sie da auch schon von gehört? Habe ich, ja. Das soll ja im Prinzip, sag ich mal, in der hohlen Erde soll sich ja, sag ich mal, der Echsenkönig aufhalten, der das alles dirigiert. Und damit wäre halt auch Corona erklärt. Mhm. Nicht wahr? Da haben Sie recht, ja. Ich muss nur dazu sagen, Herr Vorderzieger, ich finde da leider zur Seitenanzahl habe ich hier leider keine Informationen jetzt vor mir liegen. Da will ich Ihnen auch keine falschen Informationen geben. Ah, Moment. Ja, ich glaube, das sind über 100 Seiten. Oh, so viel. Da habe ich gut was zu tun, weil man kann ja auch nicht mehr aus dem Haus jetzt, nicht wahr? Genau, das sind jetzt circa über 100 Seiten sind die, genau. Waren ja sonst immer zum Taubenvergiften im Park, aber das kann man jetzt ja alles nicht mehr machen. Ja, da haben Sie recht, ja. Es ist besser, wenn man zu Hause bleibt, ne? Ja. Überhaupt jetzt zu dieser Zeit. Ich habe mir jetzt einfach mal, weil das wird ja alles auch langweilig mit der Zeit, ich habe mir bei
beim Versandhaus so ein Fernglas gekauft. Und da gucke ich jetzt immer so ein bisschen in der Gegend rum. Und ich hoffe, dass ich da auch irgendwie mal über so einen brisanten Fall stolpere, dass ich da Aufklärungsarbeit mithelfen kann. Mhm. Weil da kann man ja viele Sachen beobachten. Genau, so ist es. Haha. Ist schon spannend. Herr Vorsitziger. Ja, bitte? Genau. Die Cicero, die, möchten Sie, soll man den eintragen als Sponsor? Ich glaube, das wäre für Sie dann interessanter, ne? Wenn Sie keine TV-Zeitschrift möchten. Ja, also TV auf keinen Fall. Haben Sie denn vielleicht, was ja vielleicht noch interessanter wäre, ist, wenn Sie was mit Tieren haben. Mit leider, in der Kategorie, da haben wir leider nichts, nein. Also ich bin ja zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren hier immer, kann jetzt ja wie gesagt gar nicht mehr vor die Tür, habe ich mir am Montag immer die neue Ausgabe von Der Maulwurf am Morgen geholt, aber ich traue mich nicht mehr nach draußen. Herr Vorderziege, was wir noch hätten, als was für Sie interessant wäre, wäre zum Beispiel die Bild der Wissenschaft. Den könnte ich Ihnen auch anbieten, ob Sie sowas interessiert. Da könnte die ja... Ähnelt sich der Geo. Die Geo, die habe ich früher geliebt. Die hat mein Enkelsohn immer mit mir gelesen. Oder ich habe die für ihn gelesen. Der ist im Prinzip Geologe geworden. Und hat jetzt in Südamerika, sag ich mal, ein neues Mineral entdeckt. Okay. Das ist quasi so eine Gesteinssorte, die man noch gar nicht wusste, dass es die gibt. Gut, also dann würde Sie das auch interessieren, ne? Die Bild der Wissenschaft. Also die zwei Alternativen hätte ich dann für Sie. Entweder die Cicero, weil Sie gesagt haben, Kulturpolitik, Außen-Innenpolitik, oder die Bild der Wissenschaft. Ich glaube dann vielleicht doch eher Politik, weil, sag ich mal, wenn ich den Wissenschaftskram verstehen würde, ne, dann wäre ich ja auch früher, sag ich mal, selber Wissenschaftler gewesen, ne? Das ist ja... muss man ja ganz neidlos zugestehen, dass das nun mal nicht jedermanns Sache ist. Ich bin zwar nicht blöde, aber auch nicht gerade der Einstein. Gut, dann habe ich für Sie die Cicero eingetragen. Ist das in Ordnung? Und jetzt nochmal, also ich habe jetzt quasi den Strom habe ich gewonnen und Auto und Edeka entscheiden sich noch und eine Zeitung kriege ich auch noch. Sie bekommen einen 200-Euro Energiegutschein. Das ist als Dankeschön vom Veranstalter aufgrund der Covid-Krise. Und Sie haben einen Mindestgewinn von 200-Euro Gutschein oder gewinnen eins der Bargeldgewinne oder das Auto, wie gesagt. Also das wird noch ausgelost. Und dazu bekommen Sie für 12 Monate die Cicero. Die ist dann nach einem Jahr beendet. Und Sie haben dann zweimal halbjährlich 73,80 €. Das heißt zweimal ein Gegenanteil, ja, eine Gegenleistung. Die kriege ich auch noch. Sie bekommen die Cicero für ein Jahr und die kostet Sie zweimal halbjährlich 73,80 €. Ja, Sie brauchen eine Gegenleistung, weil der den Gewinn finanziert, ja? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Schauen Sie, die Cicero, die bekommen Sie ja als Sponsorenzeitschrift zugeteilt, ja? Ja. Und für diese 12 Monate, wo Sie diesen Sponsor beziehen, hätten Sie zweimal halbjährlich 73,80 €. Ja? Ja. Das ist Ihre Gegenleistung, Ihr Anteil, weil die Cicero finanziert ja Ihren Gewinn. Das heißt, der finanziert jetzt die Gutscheine für Sie, die Bargeldgewinne und auch das Auto. Ja? Also soll ich jetzt das abonnieren im Prinzip? Ein richtiges Abo können wir das nicht nennen. Das geht nur für die 12 Monate. Das ist ein der Kostenträger. Ja? Die ist nach einem Jahr beendet. Und Sie haben da zweimal einen Halbjahresbetrag. Weil die Veranstalter, die Verlagshäuser, die haben sich ja zusammengetan, Herr Vorderziege. Die Finalzuziehung ist so konzipiert, die Verlosung, dass dann alle 20 Endkandidaten für 12 Monate eine Sponsorenzeitschrift abnehmen. Ja. Weil ja jedem ein garantierter Gewinn zusteht, ne? Irgendjemand muss ja die Preise finanzieren und der möchte dafür eine kleine Gegenleistung. Es soll das Lesen anregen, will Sie als Kunde gewinnen und finanziert hier die Preise, ne? Ja, es ergibt ja aber mathematisch nicht wirklich Sinn. Ich habe jetzt gerade mal überschlagen, das sind bei 12 Leuten sind das 1.700 € und der erste Platz sind schon 80.000. Nee, das sind 20 Kandidaten. Nein, schauen Sie, dem geht es ja nur um Werbung. Der will ja nur Werbung machen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber das soll ja, Sie haben ja gesagt, zur Kosten. Ja? Mund-zu-Mund-Beatmung.
Nein, Mund-zu-Mund-Propaganda. Naja, der gut. will ja nur Werbung machen. Dass wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie das Auto gewinnen, ja, dann werden Sie dort veröffentlicht. Nee, in dieser Zeitschrift. Wo? Wenn Sie möchten, ja? Nee, das ist ja, da müsste ich ja das Haus verlassen. Das ist mir ja auch wieder zu gefährlich. Wollen Sie nicht, ne? Dann halten wir das Anonym, ne? Nein. Und ich hab ja so eine Maske, ne? Die kann man ja ein Foto machen. Da sieht man ja nicht, dass ich das bin. Nicht, dass dann einer kommt von diesen Corona-Leugnern und mir mein Auto wegnimmt. Herr Vorderzieger, es werden keine Fotos gemacht, ja? Na gut. Damit bin ich einverstanden. Gut. Sind wir uns jetzt einig mit der Cicero? Ist das jetzt okay? Kann man die jetzt eintragen als Sponsorenzeitschrift? Ich muss sie nämlich zur Kontrollabteilung weiterleiten. Die Kollegen warten auf die Bestätigung, dass sie ihnen das bestätigen können, damit wir dann das Schreiben rausschicken. Ja, ich habe mich nur gewundert, weil das sind ja, sag ich mal, wenn 20 Leute das jetzt nehmen, das sind ja nicht mal 3.000 Euro für den Veranstalter. Das lohnt sich ja gar nicht für die. Aber das soll ja nicht mein Problem sein. Das ist mir ja eben, egal. Der macht ja nur Werbung dadurch, ja? Das ist eine Werbung, eine Werbekampagne wird das sein. Und das sind dann so auch zur Marktforschung. Und darum geht es dann nur, dass die 20 Kandidaten für ein Jahr eine Sponsorenzeitschrift bekommen, ja? Ach so, und jetzt soll ich nochmal mit Ihrem Chef reden, oder wie? Sie bekommen, nein, nicht mit meinem Chef, Sie bekommen jetzt einen Anruf von unserer Postenkontrollabteilung, wenn wir fertig sind. Und die Kollegen bestätigen Ihnen, dass Sie ein garantierter Gewinner sind bei der Finalziehung und dass Sie die Cicero, die Sponsorenzeitschrift, nur für 12 Monate beziehen und dass Sie nur zweimal mit die 73,80 abgebootet. Das wird alles für Sie festgehalten, für die Sicherheit. Und danach bekomme ich das okay, dass ich das Schreiben anfertigen kann und den Sponsor führe ich dann an und somit können wir dann weiter, ja? Ach so. Ja, ich glaube, ich habe das verstanden. Okay. So. Finden Sie, Herr Vorderzieger, wenn Sie Bargeldgewinne erzielen, werden Ihnen die Bargeldgewinne innerhalb 24 Stunden nach der Finanzierung auf Ihr Konto ausgeschüttet, ja? Dadurch, dass wir nämlich die Banken in Deutschland arbeiten, das heißt, wir dürfen nur auszahlen auf ein deutsches Konto, die mit einer DE beginnt, ja? Ja. Für die Bargeldgewinnauszahlung und für die zweimalige Abbuchung dann, wenn es soweit ist, brauchen wir bitte einmal zur Überprüfung hier im Banksystem Ihre IBAN. Das ist die mit der DE für Deutschland. Wie geht's weiter? Wo dürfen wir denn auszahlen? Oh, da muss ich tatsächlich erstmal gucken. Ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer. Kein Problem, schauen Sie nach. Ich mache dabei die Unterlagen für Sie fertig, dass wir das fertigstellen, dass ich sie anschreibe, ja? Jetzt sei es nur deutsches Konto, haben Sie gesagt, richtig? Genau. Das heißt, ich kann nicht mein Schweizer Nummernkonto kann ich nicht verwenden. Nein, das muss ein deutsches Konto sein mit der IBAN, die was mit der DE beginnt. Ja, nicht, wir dürfen nicht auf ein ausländisches Konto auszahlen. Ja, nicht, dass Sie dann die ganzen Steuern da drauf anwenden, wenn ich dann schon mal was gewinne. Nee. Fällt da keine Steuerlast an? Nee, Sie haben ja dafür den Sponsor, Herr Vorderzieger. Darum bekommen Sie ja die Sponsorenzeitschrift. Das macht alles jetzt für Sie der Sponsor, ja? Ah, das ist so ein Trick sozusagen. Ja. Das macht jetzt der Sponsor. Ein Trick ist es nicht, aber der macht diese ganze Finanzierung, damit sie die vollen Gewinne ausbezahlt bekommen ohne Abzug. Ah, das ist ja groß, nicht, dass die Echsenmenschen mein Geld kriegen. Da will ich ja nicht für verantwortlich sein. Nee, eben. Die haben der Welt schon genug Schaden zugefügt. Ich habe so ein Telefon schon tragen, weil ich schon öfter mal gestürzt bin und nicht mehr aufstehen konnte. Das heißt, ich würde sie jetzt einfach mal in meine Hemdentasche nehmen. Und dann würde ich mal nach oben ins Büro laufen. Sollen wir das so machen? Ja, bitte. Ich warte. Ja, ich habe sie mal auf laut gestellt. Falls wir uns unterwegs irgendwie, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Das kann passieren. Und wie lange müssen Sie arbeiten? Sie sind alleine? Ja, ich bin alleine. Ich muss arbeiten bis 18 Uhr, Herr Vorderzieger. Tja, das ist ja nicht mehr ganz so lange heute. Ja, genau so ist es. Wann will denn dann nachher da Ihr Chef nochmal anrufen? Weil ich muss nachher auch noch, sag ich mal, das medizinische Bad nehmen mit dem Richard. Nee, wenn wir dann fertig sind mit der IBAN, wenn wir das überprüft haben, dann verabschieden wir uns und der Anruf folgt dann gleich danach, ja? Ach so. In einer Minute. Das ist dann gleich anschließend, dass das alles verschlüsselt weitergeht, ja? Also Sie sind da guter Dinge, dass wir da bis 17 Uhr fertig sind, ja?
Auf jeden Fall. Wir sind da auch in 5 Minuten fertig, wenn wir das mit Libanis überprüft haben, ja? Das geht ja ganz schnell bei Ihnen. Das haben wir früher immer gesagt mit den Lehrlingen. Wir ziehen die so schnell über den Tisch, dass die Reibung als Nestwärme empfunden wird. Die haben das nie verstanden, haben gedacht, das ist was Positives. Und was sind Sie vom Beruf? Was haben Sie gearbeitet? Also ich bin im Prinzip ja Taubenhändler gewesen. Aha, interessant. Ja, das ist ja, sag ich mal, in meiner Zeit, sag ich mal, da gab's ja noch keinen Computer und kein Emil und mit Telefon, das konnte sich auch nicht jeder leisten. Ich bin hier im Prinzip im kaiserlichen Posttaubenamt tätig gewesen bis 1973, dann sind ja die Computer entwickelt worden. Und dann ist das stückweise abgeschafft worden. Das war traurig. Das war die schönste Arbeitsstelle meines Lebens. Und ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann mal das Zeitliche segne, dass mich die Tauben dann ins Himmelreich tragen. Ich habe denen ja quasi mein ganzes Leben gewidmet. Genau, so haben Sie recht, ja. Mögen Sie Tauben? Ja, schon. Ja, das sind schon sehr anmutige Tiere, auch wenn die tödliche Krankheiten übertragen. Am Anfang haben ja alle gedacht, die Tauben wären an Corona schuld. Aber ist ja gar nicht wahr, das sind ja die Fledermäuse gewesen. Das haben wir damals schon gesagt, weil die Fledermäuse, die machen ja so Ultraschall, damit die wissen, wo die hinfliegen. Und das Problem ist ja gewesen, dass dieses Ultraschall die Tauben immer irritiert hat. Und wir haben dann mal eine hochamtliche Sendung gehabt, die sollte von Stuttgart nach Berlin. Und die Taube ist dann nach Danzig geflogen. Und das ist, ist ja schon fast ein Staatseklat geworden. Und durch die Nachforschungen der Gestapo haben halt im Prinzip dann rausgestellt, dass es an den Schallwellen von den Fledermäusen, dass die da schuld gewesen sind. Und seitdem habe ich mit denen, sag ich mal, auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Weil ich habe Dienst gehabt an dem Tag und habe da so eine Untersuchung dann am Hals gehabt. So, weswegen hatten Sie angerufen? Ja, wegen dem Gewinn, ne? Ja, wegen ja, dem Edeka-Gewinn, ja. Sag ich jetzt gerade schon. Können wir das jetzt durchgeben, damit ich sie weiterleiten kann, dass ich meine anderen Anrufe auch tätige? So, das war jetzt gerade ein bisschen schnell. Was haben Sie gerade gesagt? Die IBAN, ob wir die IBAN jetzt eingeben und überprüfen können, damit ich sie weiterleiten kann. Ich bin ja auf der Treppe stehen geblieben. Ich habe mich so abgelenkt. Ich will gerade mal eben weiterlaufen, ins Büro gucken. Und dann, das ist die lange Nummer, richtig? Ja, genau, das ist die mit der DE und dann sind diese 15 Ziffern dran, ne? Ja, also die Versicherungsnummer. Moment. Lieber AOK oder lieber IKK? Wie meinen Sie das? Na, von der versicherten Nummer, ich habe im Prinzip da zwei Kassen. Nein, nicht die Versicherungsnummer, die IBAN-Nummer, das ist Ihr Bankkonto-Identifikationsnummer, das ist die mit der DE für Deutschland und dann kommen die 15 Ziffern. Die besteht ja aus Ihrer Kontonummer und der Bankleitzahl. Und das wollen Sie jetzt haben? Konto, natürlich, die brauchen ein aufrechtes Konto, damit wir das überprüfen können hier im System, wo wir dann das Geld anweisen können und wo man den Sponsor abbuchen kann, ne? Aber Sie können mir ein Auto doch gar nicht überweisen, das muss man doch bringen. Nein, wir wissen ja nicht, ob Sie das Auto gewinnen, Herr Vorderziege. Das haben Sie mir doch versprochen. Nein, ich habe gesagt, Sie haben auf Platz 1 den VW Touareg, das können Sie sich jetzt ansehen auf der Webseite. Entweder haben Sie das Auto, die Bargeldgewinne oder eins der Gutscheine. Ja? Wie heißt die Bargeldgewinne, denn, die werden... Wie heißt denn die Internetseite? Was meinen Sie? Wie die Internetseite denn heißt, dann kann ich mir das Auto mal angucken. Ja, das bekommen Sie eher alles mit der Post. Ja, ich mache nur die Vorarbeit für Sie. Ja, bis dahin habe ich das doch alles vergessen. Hallo? Können wir es jetzt überprüfen? Ja? Ja, das ist AOK Baden-Baden. Hallo?
Nee, ich brauche die IBAN-Nummer, Ihre Bankkartennummer, die IBAN, die DE. Kontonummer? Ja, genau, Sie brauchen ja ein Bankkonto für die Bargeldgebende. Ja, ja, natürlich, sonst funktioniert das DE, ja nicht, ne? DE ja. Deutschland, genau. Nee, da steht nur DE drauf, dann muss ich doch nochmal nach einer anderen gucken, da steht nicht Deutschland dabei. Da steht nur Postbank mit drauf. Ja, das haben Sie das Konto bei der Postbank? Ja, ja, natürlich. Ja, dann muss ja die IBAN mit der DE, da müssen die 15 Ziffern ranhängen. Das hat ja auch eine, sag ich mal, eine Vergangenheit. Ich bin ja lange bei der Sparkasse gewesen, aber die unterstützen ja die Fledermauszüchter. Und da kann ich da natürlich nicht mehr mein Geld hinbringen, weil das sind ja dann quasi Gegner im Prinzip. Das wäre so, als ob, naja, lassen wir das mit den Vergleichen, das endet nur immer mit Strafanzeigen bei mir. Gut, haben Sie es jetzt? Können wir es überprüfen? Ja, das ist natürlich läuft auf meinen Namen Hans-Joachim Vorderziege. Ja. Mhm. Postbank Baden-Baden. Ja. DE 05. Ja. Mhm. 6, 1. Ja. 2, 4, 7. Ja. 0. Mhm. 8. Ja. 3, 2, 2. Mhm. Und dann 8, 1, 7. Weiter, ja. Das war's. Das kann nicht sein. Die IBAN besteht aus 15 Ziffern. Da haben Sie da fehlen mir Ziffern. Gerade nochmal zählen hier. 1, 2, 3, 4. Was haben Sie denn aufgeschrieben? Ich habe DE05, aber ja, da muss irgendeine andere Ziffer davor sein, vor der 05, nach der DE. Da ist noch eine 4, die habe ich übersehen. Die ist ja doch vorhin noch gar nicht gewesen. DE40? Ich glaube, ich hole mal kurz meine Brille, bevor ich mich da vertue. Das ist nicht, dass das Geld irgendwo bei den Fledermäusen ankommt. Ich hole eben meine Brille. Dann machen wir das so, Herr Vorderziege. Ich habe noch einen Telefonattermin, ja? Dann schauen Sie mal nach, holen Sie sich die Karte mit der Brille. Ich melde mich in 5 Minuten wieder bei Ihnen, ja? Ich habe meine Brille schon gefunden. Ah, haben Sie es? Okay, gut. Dann setzen Sie sie auf, dann schauen wir nochmal, gell? Ja, da gucken wir nochmal. Also, das ist DE. Ja. 402. Ja. 35. Mhm. 61. Ja. 2. Ja. 470. Ja, ja. 83. 83, ja. 22. Ja. 9. Hallo? Nein, sind Sie sicher, dass es eine Bankkarte ist, Herr Vorderziege? Ich finde euch auch keine Bankleitzahl hier drunter. Warum nicht? Das kann nicht stimmen. Ist das Ihre Bankkarte, wo Sie die Kontonummer und die Bankleitzahl drauf haben, die IBAN? Ja, das ist im Prinzip ja die Mastercard. Hallo? Nee, das ist nicht die IBAN, das kann nicht sein. Da fehlen mir Ziffern, so kann ich sie nicht überprüfen. Irgendwas ist da falsch. Ah, ich glaube, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Soll ich Ihnen sagen? Wissen Sie vielleicht, ja, bitte sagen Sie es. Ja, das war ja Ihre Telefonnummer. Hallo? Ja? Ich habe Ihnen gerade Ihre eigene Telefonnummer gegeben. Ja, habe ich gerade gemerkt, genau. Ja, wie ist das denn passiert? Haben Sie die Karte in der Hand, Herr Vorderziege? Natürlich. Ja, dann lesen Sie das bitte von der Karte und nicht vom Telefon. Ja, das ist aber, kann ich aber besser sehen, weil das der Karte ist so klein. Gut, ich muss mal kurz einen Anruf tätigen. Ich melde mich gleich bei Ihnen, Herr Vorderziege, ja? Nee, ich bin doch schon fast fertig. Ich muss Ihnen ja im Prinzip noch mitteilen, dass ich mit meinen 71 Jahren, die bin ich jetzt ja schon alt, bestimmt nicht mehr auf so einen scheiß Betrug reinfall, den Sie da mit mir probieren. Ich bin nicht so dumm, wie Sie aussehen.
Welch für ein Betrug? Das ist ja Ihr Eintrag, wo Sie sich selbst eingetragen haben, Herr Förderziger. Es ist so trotzdem, das ist doch hinreichend bekannt, was Sie da machen. Ich habe Ihnen jetzt eine halbe Stunde Zeit geklaut, wo Sie keine armen Leute verarschen können. Herr Förderziger, es ist Ihr eigener Eintrag, den haben Sie selbst durchgeführt und aus dem Grund sind Sie bei der Ziehung dabei. Ja, das ist so eine bekannte Betrugsmasche, was Sie hier machen. Haben Sie gar kein Scham- und Ehrgefühl? Nein, ist es nicht. Das merke ich. Das ist bekannt, Sie wollen nur die Kontodaten haben und mir ein Abo andrehen. Jetzt tun Sie nicht so, ich kenne das Ganze. Sie sind gerade live. Wollen Sie Ihren Gewinn oder wollen Sie den Gewinn nicht? Also im Prinzip sind Sie ja mein Hauptgewinn. Sie sind seit einer halben Stunde live im Radio und die Leute können alle hören, wie Sie versuchen, alte Leute abzuzocken, Blöder. Oh, diese blöde Kuh. Ich liebe diese Leute. Dass man sie so schön verarschen kann. Die merken überhaupt nichts.